Dank. Flughafen Stuttgart. Hier starten und landen im Schnitt 400 Flugzeuge am Tag. Rund 30.000 Fluggäste gehen jeden Tag durch die Terminals. Beim Betreten der Terminals fällt die Architektur gleich ins Auge. Die Flughafenbäume sind das Markenzeichen des baden-württembergischen Landesflughafens. Landung des Flugs 2907 aus Istanbul. Ein Follow-Me-Fahrzeug leitet den Airbus A319 zu seiner Parkposition. Die Zeit drängt. In weniger als einer Stunde startet der Flieger wieder. Möglich ist das nur, wenn alle Abläufe perfekt aufeinander abgestimmt sind. Strom gibt's am Boden über die Ground Power für Beleuchtung und Klimaanlage. Zeitgleich mit den Fluggästen verlässt das Gepäck den Airbus. Für die Lader auf dem Vorfeld ist das eine richtige Knochenarbeit. Der Toilettenservice entleert die Flugzeug-WCs. Auch das kommt manchmal vor. Das ankommende Gepäck wird auf Drogen untersucht. Ein versteckter Köder garantiert dem Hund ein Erfolgserlebnis. Passagiere aus Non-Schengen-Staaten müssen bei der Einreise durch eine Ausweiskontrolle. Morgen. Allein die Bundespolizei beschäftigt rund 350 Mitarbeiter am Flughafen. Willkommen in Stuttgart. Mittlerweile hat der Check-in für den Germanwings-Flug 2604 nach Lissabon begonnen. Das Gepäck bitte aufs Band legen. So, Ihr Ausgang ist die 322. im Terminal 3 und um 17.20 Uhr bitte spätestens am Ausgang. Okay, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Die Tasche geht weiter in die Gepäcksortieranlage und wird zur Sicherheit unterwegs durchleuchtet. In der Leitzentrale liefern 180 Kameras Bilder von den Gepäckbändern. So sind alle Abläufe stets im Blick. Möglichst schnell kommen die Taschen und Koffer der ankommenden Gäste auf das Ausgabeband. Wer nichts zu deklarieren hat, verlässt die Gepäckausgabe ohne Zollkontrolle. Hier am Flughafen Stuttgart begegnen sich die unterschiedlichsten Menschen. Schon längst sind Flughäfen viel mehr als nur ein Ort, an dem Passagiere ein- und aussteigen. Sie haben sich zu beliebten Treffpunkten entwickelt, die mit ihrem hohen Erlebniswert eine große Anziehungskraft auf das Publikum ausüben. Der Flughafen ist wie eine Kleinstadt mit Reisebüros, Restaurants, verschiedensten Geschäften und Cafés.
Heute die November Quebec. Crewwechsel beim Germanwings-Flug. Beim Cockpit-Briefing besprechen die Piloten aktuelle Daten über Flugroute und Wetter. Einmal über die Schweiz, haben wir ein bisschen Turbulenzen zwischen Level 80 und 140. Der Kapitän persönlich entscheidet, wie viel Kerosin in die Tragflächen seines Flugzeugs gefüllt werden soll. Die letzten Passagiere für den Flug nach Lissabon lassen ihr Handgepäck durchleuchten. Guten Tag. Spitze Gegenstände dürfen nicht mitgenommen werden. Flüssigkeiten bis zu 100 Millilitern nur im durchsichtigen 1-Liter-Beutel. Einen guten Flug wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Im Innenraum des Flugzeuges arbeitet die Putzkolonne bereits auf Hochtouren. Übrigens eine von 250 Firmen, die am Flughafen ihren Service anbieten. Nach knapp 15 Minuten sind die Plätze des Airbus A319 sauber und ordentlich. Das Catering wird geladen. Die Flugbegleiterinnen sind schon an Bord, bereiten alles vor und besprechen Details zum anstehenden Flug. Ruckzuck ist das vorbereitete Essen verstaut. Vor dem Einsteigen bieten Travel Value Shops günstige Einkaufsmöglichkeiten. Inzwischen auf dem Vorfeld. Die Maschine wird betankt und beladen. Technikcheck durch den Kapitän. Außen und innen. Das Boarding für Flug 2604 nach Lissabon beginnt. Schönen Flug nach Lissabon. Gleich geht's los. Die Reisenden werden mit dem Bus zur Parkposition gebracht. Ist ein Flugzeug direkt vor dem Gebäude abgestellt, steigen die Passagiere über Fluggastbrücken ein. Der Kapitän steht jetzt nur noch im Funkkontakt mit dem Ramp Agent. Ja, wir werden soweit. Bleiben Sie gesetzt. Fertig zum Anlass. Und dem Tower. Jamming 2604, Ground, Grüß Gott. Start of a cruise, check information, Alpha, UPS Destination, Lissabon, via die Runde von Bravo, die Charter Flight Level, 12251. Jamming 2604, hat den Tower an meine Idee. Germans 2604 and 210 degrees 400, runway 25, clear for takeoff, ciao. Und ab geht's, von Stuttgart in die Welt. Startgeschwindigkeit 280 Kilometer in der Stunde. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Landung in Baden-Württemberg.